Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Hogwarts Legacy Let's Play. Diesmal mittendrin statt nur dabei. Willkommen bei der nächsten Folge hier. Direkt, wir haben ja letztes Mal aufgehört, hier in der Höhle des Löwen, die Höhle der Spinnen. Wir müssen die Gegner mit einem chinesischen Kaukohl besiegen. Hol den Kohl raus, hier, Kaulquappen. Okay, scheiße. Lasst jemand einen Daumen nach oben da, kommt auf Twitch vorbei, ihr Säcke, wer noch nicht hier vorbeigeschaut hat. Der verpasst was, weil hier ist immer alles schön live, Live-Action, Samen. Junge, was passiert hier? Sie greifen nämlich so an, diese Schweine. Mach mal Platz hier. Incendio, Descendio, Discardos. Vamos, der Krieg. Alter, die sind ja richtig aggressiv. Expelliarmus. Und ich hasse... Ich stell mal vor, es würde auf der Welt solche Spinnen geben. Ich würde freiwillig... Würde ich nicht in diese Länder gehen, wo es die gibt. Ich gehe... Ich traue mich ja nicht mal nach Australien zu gehen, wegen diesen Riesenspinnen. Ach, oh, guck dir das mal an, Alter. Der Bruder hat uns getötet. Ja, gut. Avada Kedavra. Cool. Sehr korrekt, die Spinnen auf jeden Fall. Cool. Oh, wir sind gleich. Wir sind Level 10 aufgestiegen, Leute. Let's go. Wir sind endlich Level 10. Ah, das ist die andere Seite, wo wir nicht hätten durchgehen können, ne? Schade. Hätten wir einfach direkt hier weitermachen können. So. Das ist eine sehr geile Mission. Wir sind hier einfach in irgendeiner Höhle, wo man alles. Mega Powertrank haben wir auch noch bekommen. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Wir sollten versuchen, auch mal mehr diese ganzen Sachen zu benutzen, ne? Diese Fähigkeiten und so. Freunde, wenn ihr gerade das Video schaut, lasst alle einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, ganz wichtig. Und wo sind wir denn jetzt hier gelandet, Alter? Das ist die reinste Irrgarten ist das hier unten. Alter. Was ist das, Mann? Aurora, kennt ihr Aurora Mora? Aurora Mora. Und hier sieht alles gleich aus, Mann. Ja, wir looten erstmal hier ein bisschen. Looten Hadouken. Zack. Überall. Ey, guck mal, solche Spinnen. Wenn solche Spinnen auf der Welt... Ey, meint ihr, es gibt solche Spinnen auf dieser Welt irgendwo? In dieser Größe? Oh, Digga, ich krieg Gänsehaut. Wirklich. Ich, das ist so ekelhaft. Niemals gibt es solche Spinnen auf dieser Welt, oder? Niemals. Was? Als ob es in dieser Größe Spinnen auf dieser Welt gibt. Ey, aber nur in Australien, oder? Oh, es ist ekelhaft. Alter, ich würde auf mein Leben abkacken, wenn ich sowas sehen würde. Ja, in meinem Zimmer sowas. Ich schwöre, ich würde hier rausgehen. Ich würde den Stream einfach anlassen, ich würde rausgehen. Ich hoffe, es wären wirklich solche Spinnen hier. Alter, ich würde durchdrehen. Ich würde komplett durchdrehen. Das wäre das Ende. Ich wäre hier nicht mehr in diese Wohnung reingekommen. Ich hätte hier einen Kammerjäger hingeschickt. Bis der hier alles sauber macht. Aber ist das hier irgendwie ein Fehler? Warum ist meine Ausrüstungskapazität immer voll? Ja, ich glaube schon, dass das Game of the Year werden wird. Aber warum ist meine Ausrüstungskapazität immer voll? Das nervt mich unnormal. Oha, das macht ja... Hey, der Hut ist ja viel besser. Der macht unsere Verteidigung höher. Safe nehmen wir den, der ist ja viel besser. Wir müssen die auf jeden Fall alle verkaufen gehen, die Sachen. Das ist ganz wichtig. Perfekt. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Ausrüstungsplatz. Ne? Jetzt können wir theoretisch, müssten wir das jetzt nehmen können. Ja. Quidditch-Schutzbrille. Ach du Scheiße. Eine Quidditch-Schutzbrille. Meint ihr, die wird uns was bringen von den Punkten her? Oha, plus 9. Geil, Alter. Ausgewählt. Guck mal, jetzt haben wir, könnt ihr sehen, Gesundheit 410, Verteidigung 52, 42. Und immer wenn, je nachdem, wenn wir eine Sache finden, können wir das immer hier ausrüsten, aufleveln. Umso besser. So, weiter geht's. Accio. Boah. Katastrophe, Alter. So. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett. Ey, das geht mir so auf den Sack, ne? Kann ich mich wenigstens hier bedienen. Kann ich nicht auch andere Sachen wegschmeißen für meine Ausrüstungsplätze? Oder ist das Inventar? Was genau ist das denn? Wieso kann man nicht mehr mitnehmen? Ausrüstung 20 von 20. Aber ja, Jägergrüner Kordumhang. So. Und wenn das alles Sachen sind, die uns weiter nach vorne bringen, dann müssen wir das halt so machen, ne? Guck mal hier, der gibt uns auch wieder plus 7. Super. Was ist das denn, Bruder? Ich renne doch nicht so rum. Guck dir das mal an. Da geht's ja auch nicht weiter.
Anscheinend geht es hier oben gar nicht weiter. Wir müssen irgendeinen anderen Weg finden. Vielleicht hier? Das ist so eine Riesenhöhle. Ich habe hier gar keine Übersicht mehr, ne? Da geht's runter, ja. Hier waren wir noch nicht, ne? Ja. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Protego erfolgreich 1-0 von 9. Können Richard Jackdaw nicht enthauptet haben. Alter, was ist denn hier los, ey? Incendio. Akio. Incendio. Boom. Alter. Akio. Incendio. Boah, diese Kombinationen sind zu böse, ne? Das macht so Bock, Alter, wirklich. Diese zu zaubern und so. Diese ganzen Sachen. Zack. Meist mal Bock, die Herzen ziehen und dann noch schön zu verbrennen. Zack. Ziehst du quasi her. Und dann machst du die einfach platt. Besiegte Spinnen 20 von 20. Eine Riesenspinne bist. Ah, ist das ekelhaft, Digga. Was ist das denn? Ach. Kreuzspinnen. Ey, das sind wirklich Kreuzspinnen. Wo das Aragog sein Urgroßvater ist, kann doch nicht wahr sein, Alter. Hey Leute, ich hab keinen Bock mehr. Ich schwör's, das ist ekelhaft. Stell mal vor mit VR-Brille. Bitte renn weg, bitte renn weg. Bitte geh weg. Ah! Verbrennen! Ich schwör, die sind so ekelhaft. Mit VR-Brille will ich das niemals. Bruder, stell dir vor, mit VR-Brille, die machen das vor mir. Verbrennen diese Schwänze. Oh, mein Leben ist fast weg. Ich muss Zauberschwänze schlucken. Zaubertränke, Mann. Hör auf. Zieh her, diese Scheiße. Komm her, du Hundesohn. Oha, von... Alter, ist von hinten gebumst. Ja, hier, nimm das. Stuff. Wurdest du klein gemacht, ne? Da wurdest du klein gemacht, du scheiß Viech. Zack. Mach's gut, Monster. Seit Jackdaw Junge, 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 Alter. Alter. Sind das ekelhafte Dinger, ey. Bruder, 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 Bruder. Das war gerade echt ekelhaft, weil so wie es ist, das war richtig ekelhaft. Nenn er ihn den Tass voll, stecke deinen Arsch in dein Arschloch rein, ja. Ich bin froh, dass Richard mir etwas hinterlassen hat. Ey, das nervt so sehr langsam, Leute. Ich muss das heute auf jeden Fall noch ändern in der Folge. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt hier die ganze Zeit irgendeine Scheiße wegschmeißen müssen. Schmeiß den weg. Zerstören. So. Oh, eine lederne Schiebemütze. Steht mein Name drin. Ich Ledern. Muss mich nach dem Symbol umsehen. Okay. Warte mal, wir haben die da, da, da und da. Okay. Eins. Zwei. Drei. Genau so. Die Brücke nach Khazad-dûm. Boah, waren diese Spinnen gerade ekelhaft, ne? Was eine geile Mission, Alter. Die ist richtig lang. Und die aus so einer Höhle. Nochmal außerhalb von der Welt. Was war das denn gerade hinter mir? Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Run. Oh, was sind das denn da für drei Krieger da hinten? So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Alter, was ist denn hier los? Danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ich kann wieder nichts auf. Wir brauchen auf jeden Fall größeres Inventar. Okay, jetzt wird's ekelhaft, glaube ich, Leute. Jetzt wird's ekelhaft. Okay. Hör mal die Musik. Akio. Protego. Incendio. Alter, was war das denn? Akio. Alter. Incendio. Boah, sieht das geil. Alter, wer kommt denn da immer von da oben runter geflossen, geflogen? Schwanz. So, alle platt. Mein Leben ist aber gut am Arsch. Oh, oh, da hinten kommen die drei großen Krieger. Nicht identifizierbar Gegenstand, Outfit. Was ist das denn, nicht identifizierbar?
Komm mal her. Komm mal her. Boah, diese Kombination ist zu böse. Habt ihr gesehen, wie easy ich den platt gemacht habe? Diese Kombination ist echt böse. Luxuriöser Umhang. Oh. Okay. Komm mal näher. Zack. Incendio. Boah. Ich schwöre, die sind überhaupt nicht stark. Aber jetzt kommen, glaube ich... Ach, du Scheiße. Bruder, ist einfach Sauron. Von Herr der Ringe. Ach, der ist bestimmt Level 12 oder so. Komm her. Boah, den kann ich gar nicht herziehen mit Akio. Was ist das denn? Wie einfach, Digga. Ich habe mir die viel stärker vorgestellt. Ne, sag ich so, wie es ist. Ja, ey, kommt zu zweit, kommt zu dritt. Kommt doch alle her. Deine Waffe ist weg. Komm du mal schön her, du Schwanz. Ja, alles gut, alles gut. Ich glaube, wenn die mich einmal treffen, ist vorbei. Wow. Wenn die mich einmal treffen, dann kann schon gut sein, dass es vorbei ist. Akio bringt gar nichts gegen die. Geil, ist ein Egal. Guck mal jetzt hier. Wow. Komm, Special-Attacke bei dem. Guck mal. Puh, einfach Kopf abgeschnitten. Alter. Und das Game macht so unnormal Bock, ey. Das macht so unnormal Bock. Das ist unheimlich. Junge, das ist aber voll das lange Level, ne? Muss man sagen, voll die lange Mission. Guck mal, was mit unseren Schritten hier los ist. Was ist das denn? Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Lass den nochmal. Ah, hier war das. Untersuchen. Rein da. Oha. Run. Wo bin ich? Ernesto Potter. Oh nein. Was? Der Raum wird ja geflutet. Oh nein. Oh mein Gott, was ist das denn? Werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Alter, sieht das krass aus. Junge. Guck mal, wie geil. Geil, meine Stimme, ey. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich herausgefunden habe. Ah. Mach auf! Hä? Wo bin ich hier? Wo ist denn das Wasser hin? Die Blase muss platzen. Die Blase muss platzen. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Das sieht so geil aus, ne? Wie viel Mühe sich die Macher gegeben haben, ist unglaublich, ne? Kann das sein? Reflexionen und so, ja, sieht schon geil aus. Sprich mit dem Porträt. Ey, wir sehen richtig böse aus von hinten, Mann, das feier ich. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfingen. Ha. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst... Eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Warum heißt es Kartenkammer? Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Sind Sie ein Seher? Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm.
Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Krass, der weiß ja alles, Alter. Na gut. Ist ein Seher. Ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Okay. Deine Verbindung zur alten Magie hat Talente plus 1 freigeschaltet. Du hältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü ausgeben kannst, okay? So, was ist das jetzt hier? Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte plus 1 verdient, ja. Du kannst die Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, wie bei Dragon Ball, deine Tarnung zu hören und mehr. Wähle weise, Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talenten begrenzt ist. Kehre regelmäßig hierher zurück, um zu sehen, welche neuen und mächtigen Talente dich erwarten. Ach du Scheiße. Wir haben 6 Talentpunkte. Was mache ich denn jetzt? Dunkle können... Ah, okay, jetzt können wir hier... Stupor hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner leiden erhöhten Schaden. Expelliarmus hat auf Gegner denselben Einfluss wie ein verfluchter Gegner... Doch, Expelliarmus safe. Dunkle Künste will ich. Wir wollen die dunklen. Hier, Expelliarmus ist besser. Ach krass, wir können pro Dingens... Ich zeige euch das mal eben. Wir können jetzt noch 5 weitere Sachen hier aufleveln. Wie geil ist das denn? Wenn ein verfluchtes Ziel... Erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Machen wir. Und das war Stupor. Stupor benutze ich jetzt nicht so oft. Okay. Wir gucken mal weiter. Haupttalente, was haben wir denn hier? Alter, wie viel es hier gibt, Mann. Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Ein neues Zauberset. Ach so, man kann dann quasi so wechseln dazwischen. Ich verstehe. Basiszaubertreffer reduzieren die Abklingzeit von Zaubersprüchen. Ist eigentlich auch geil. Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Perfekte Protego-Zauber sogar noch mehr. Halte Ausweichen gedrückt, um plötzlich zu verschwinden, um in der Nähe aufzutauchen. Boah, das sind alles geile Sachen, ne? Das ist echt heftig. Der Mega-Power-Trank hat eine bessere Heilwirkung. Ne. Dunkle Künste sieht so geil aus. Was gibt's da oben eigentlich bei Dunkle Künste? Boah, ein Teil deiner Gesundheit wiederhergestellt. Und hier? Oh mein Gott. Das Töten eines Gegners mit Avada Kedavra tötet alle verfluchten Gegner. Boah, Junge. Junge, ist das geil, ey. Ist das geil. Raum der Wünsche. Was gibt's denn hier Schönes? Der Ederus-Trank macht dich unverwundbar und reflektiert. Für jeden geworfenen chinesischen Kaukohl wird ein zweiter kostenloses Erzeugung freigegeben. Das ist eigentlich auch geil, weil diese chinesischen Kaulkeule, die bringen echt viel. Muss ich schon sagen, die sind echt geil. Wir gehen mal hier bei Zaubersprüche. Der Einsatz von Incendio und fessel einen Ring aus Feuer um dich herum. Wie geil ist das denn? Das ist geil. Gegner in der Nähe ist eines Asio-beschworenen Ziels, werden ebenfalls zu dir gezogen. Gegner in der Nähe ist Liovio. Alter, die drei können wir alle nehmen. Sag ich so, wie es ist, die sind alle geil. Alle drei sind geil. Bei Zaubersprüche, sehr, sehr geil. So, jetzt haben wir alles reingeballert, wir haben keine Punkte mehr. Aber haben jetzt geile, geile neue Zaubersprüche am Start. Sehr, sehr geil. Das wird jetzt sehr geil werden, Leute. Na, guck mal jetzt, wenn ich das hier mache, guck mal. Warte, ne. Boah, guck mal, dieser Feuerring um mich herum. Alter. Wie geil ist das denn? Endlich. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Feier ich auch nochmal. Wusste gar nicht, dass man sowas hat. Das haben wir uns ja, glaube ich, gerade zum ersten Mal gezeigt. Davor habe ich nicht habe gesehen. Die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Die Kartenkammer. Okay. Ja, Avada Kedavra müssen wir lernen. Aber kann man das jetzt schon lernen? Niemals, oder? Da muss man doch bestimmt irgendwie ein höheres Level sein. Level 30 oder was weiß ich. Weil wir sind ja jetzt gerade mal Level 10 oder so. Level 11. Safe muss man dann ein viel höheres Level... Wieder in Hogwarts? Hä? Wenn Professor Fig wohl zurückkommt. Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Krass, ist einfach wieder in Hogwarts, ey. Auftrag abgeschlossen.
Jack's Toss, letzte Ruhestätte. Wir sind Level 10,5. Krass. Wo ist denn Fick? Fick der geht. Aha. Revelio. Na, hier, wieder eine schöne Seite. 5 von 8 haben wir jetzt mittlerweile in Hogwarts. Wenn wir 8 von 8 haben, kriegen wir nochmal extra Punkte. Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Geil. Den neuen Zauber lernen. Handbuchseiten. Ich würde auch mal sagen, wir gehen jetzt mal heute auch gucken, dass wir... Was will der denn? Mal ruhig da, so komische Statue. Dann bin ich gleich so in der Kammer des Schreckens, ey. Alter, das macht so Bock, ehrlich. Das Spiel, guck mal, wie riesig dieses Schloss ist, Alter. Was ist denn das? Wir können ja überall hin. Guck mal, wir sind jetzt wieder auch in irgendeinem Büro hier. Revelio. Gibt's da irgendwas in dem Büro? Außer die Türe. Oh, Schloss auf Stufe 1. Was heißt denn Schloss auf Stufe 1? Welche Stufe sind wir denn? Wo sieht man das denn genau? Muss ich ja Panzerknacker werden, oder was? Guck, hier ist auch wieder Schloss. Machst du einfach kaputt? Schade. Dann gehen wir hier rein. Ah, jetzt sind wir hier draußen wieder. Jetzt haben wir eine Nebenmission. Warten. Ich guck mal, ob wir nicht vielleicht sogar irgendwie nach Smeargol können, nach Hogsmeade, unsere Sachen verkaufen können. Weil alles immer zu discarden ist scheiße. Karte von Hogsmeade. Ja, lass uns mal nach Hogsmeade gehen. Komm, wir reisen da mal hin. Weil ich will mal jetzt die ganzen Sachen hier loswerden. Ah, guck mal hier. Ah, wir können überall verkaufen. Stimmt, so war das ja. Guck mal, jetzt können wir hier alles sehen. Ich kann jetzt hier alles verkaufen. Perfekt. Ja, aber woher weiß ich denn... Oh, das ist kacke jetzt. Woher weiß ich, was ich anhabe? Egal, ich verkaufe jetzt. Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Am Ende verkaufe ich gerade alles und ich bin gleich komplett nackt. Ach, die werden nicht angezeigt. Okay, das ist geil. Das haben die gut gemacht. Ey, guck mal, auf was man alles achten muss, ne? Ja, wofür brauche ich das alles? Ich brauche gar nichts davon. Ich verkaufe das lieber alles, nur mir neue Sachen. So, zack. Zack. Okay. Ne, den Gegenstand behalten wir. Man weiß nicht, was das ist. Ich denke mal, das war jetzt ganz gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Speicher frei. Aber ich glaube, mehr Geschäfte gibt es ja auch gar nicht. Für Tierwesenbedarf haben wir alles nicht. Ja, Nimbus 2000 wäre schon geil, ne? Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder zurück nach Hogwarts. Machen da auf jeden Fall noch eine schöne Story-Mission hier, wo wir hin können. Müssen nur gucken, wie wir am schnellsten da hinkommen. Ich glaube, der erste, schnellste Weg wäre einfach hier hinzukommen. Und dann zu Fuß rüber zu laufen. Ja. So. Loote die Kiste, die konnten wir noch gerade gar nicht looten, Bro. Okay. Boah, unser Outfit sieht so geil aus. Feier ich unnormal. Weil wir sehen den ja eh meistens von hinten. Und von hinten sieht das Outfit echt geil aus. Warum rennt der so außen rum? Warum kann ich ja nicht direkt dahin rennen? Geil, die Musik wird auch immer mysteriöser und so. So muss es sein. So, wir sind da und ready für die... Oh mein... Haben die einen Besen in der Hand? Was ist das? Oh mein Gott. Begib dich zur Flugstunde. Wir fliegen jetzt. Als ob. Alle nehmen sich einen Besen. Und dann fangen wir an. Oh mein Gott. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Was? Kein Fan, nehme ich an. Toyohashi Kojigu? Nun, dann wollen Shinji wir mal Kagawa? Sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung, treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich,
Legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Was haben wir nochmal im Film gesagt? Ab! Hoch! Hoch! Danke! Danke! Los. Jetzt! Danke, Abska! Danke! Hoch! Hoch! Nein! Dämlicher Schulbesen! Hoch! Komm, wir schaffen es direkt! Warte! Sogar mit Zauberstab! Hoch! Hoch! Zack! Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Okay. Alter! Gut. Hey, wie geil ist das denn? Als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Hä, wie geil ist das denn? Ich brauche einen eigenen Besen. Guter Halt! Das macht ja voll Bock! Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Okay. Der nächste Satz Ringe führt sie über das Gelände und fordert sie etwas mehr. Diese Aussicht. Alter. Schöner Tag. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Oh, die Aussicht, Leute. Alter, guckt euch das mal an, Leute. Alter. Diese Aussicht und dabei noch. Boah. Wuhu. Alter, haben die das geil gemacht, ne? Richtig geil gemacht. Auch geile Steuerung und so. Diese Musik dazu, die Musik passt auch richtig gut. Die haben so viele abwechslungsreiche Musik hier reingepackt. Die hätten auch direkt Quidditch machen können. Das ist immer eine halbe Fluggeschwindigkeit, ja? Flieg, mein Vogel, flieg. Ey, das macht so Laune, ne? Warum haben die kein Quidditch eingefügt, Mann? Das fehlt. Ich schwöre es dir, so Quidditch-Spiele, Mann. Wisst ihr noch bei Harry Potter, wo dann alles verflucht wurde auf einmal? Gut gemacht. Hast du kurz Zeit? Ey Mann, ich will weiterfliegen, das macht so Bock. Auf Konsole ist Fliegen einfacher. Okay. Ich hab gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Willst du wettrennen? Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Slytherin wie du Interesse hätte, dem Unterricht zu entkommen? Das klingt gut. Das klingt gut. Okay, komm, das ist korrekt. Ich will dem Unterricht entkommen. Ein bisschen Faxen machen. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Boah, toll. Freunde, wir werden uns auf jeden Fall einen eigenen Besen noch holen. Boah. Ey, genießt das einfach mal. Genießt das einfach mal, Leute. Wie geil. Wirklich, das Spiel, das wird Spiel des Jahres werden. Ich kann das jetzt schon sagen. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschafts. Guck mal diese Aussicht noch an dazu. Boah. Wie kann Everett so schnell fliegen? Also da wird auch kein Star Wars drankommen. Höchstens vielleicht Spider-Man, aber glaube ich auch nicht. In dem Spiel steckt so viel Arbeit drin, das merkt man einfach. Guck mal, wie geil. Das gefällt mir schon viel besser. Geschwindigkeitsschub mit L2 noch. Da ist die berühmte Brücke. Denkt nur an all die Magie, die sie aufrecht hält.
sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal... Das ist Quidditch-Feld. Ey, lasst mich doch spielen. Tipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Das ist Kugawas Pfeife. Wuhu! Alter, das ist geil, ey. Ich hab so viel Spaß daran gerade. Legen wir schnell die Wesen ab. Steig hier ab. Wie? Landen ist nicht verfügbar? Doch, wir sind da. Und wo waren sie beide? Upsi! Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Was? Mr. Kloppen, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Mirik. Und Sie... sollten zukünftig an ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Kagawa ist zufrieden mit uns. Shinji Kagawa. Shinji. Die Sache mit Kogawa tut mir leid. Aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Safe. Ich bereue nichts. Hätten wir doch nur den Ärger für mich. Nein, ich bereue nichts. Safe dich. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Geil. Freunde, wollen wir uns jetzt direkt einen Besen holen? Was sagt ihr? Schließt der Hauptaufträge ab. Wir sind jetzt Level 11 Oh mein Gott, es fehlen nur noch ein paar Punkte bis Level 11. Sollen wir uns jetzt direkt einen Besen holen? Ja, oder? Safe. Direkt einen Besen holen, Alter. Wir brauchen jetzt einen Besen. Sofort. Sofort, Alter. Lass mich mal direkt mal auf die Karte von Hogsmeade. Direkt ohne viel reden. Passt jetzt perfekt dazu. Deswegen, zack, wo war denn der Besenladen? Der war doch hier irgendwo, ne? Ein Geschäft für Sportvorwahl? Nein. Ach. Wo war der denn nochmal? Der war doch irgendwo hier, ne? Also, wir gehen erstmal hier hin in die Stadt. Wir gehen, reisen erstmal dahin. 600 Coins kostet ein Besen, nur als ob. Wir sind Slytherin. Auf geht's nach Hogsmeade. Nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Okay. Wo? Guten Tag. Ich benötige Hilfe bei einer Lieferung und dachte, Sie wären interessiert. Ja, besuchen Sie mich in J. Pippins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich. Junge, was nerven Sie da alle so per WhatsApp? Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien, abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Moment, unten rechts. So, jetzt holen wir uns einen neuen Besen. Ah, ein neues Gesicht. Wunderbar. Alter, guckt euch das mal hier an. Geil, holen wir die Kiste auf. Purpure Quidditch-Handschuhe haben wir bekommen. Was haben wir hier? Aha, ja, guck mal, was wir hier haben. Zack. Okay, wir können noch mal kurz gucken, bevor wir hier die Sachen kaufen und verkaufen. Schauen wir mal, ob wir diese Quidditch-Handschuhe, ob die mehr bringen. Guck mal, die bringen plus 3 nochmal. Ausrüsten. Wir sehen jetzt zwar nicht so gut aus, aber wir können auch das Erscheinungsbild ändern. Wir nehmen wieder natürlich die hier. Die waren am geilsten, genau. Wir haben aber quasi die anderen drauf. Das ist natürlich sehr gut. Wir gehen jetzt mal... Ach, wir müssen da noch. Wir gehen zum Raum der Wünsche. Wo ist denn da? Guck mal, das ist legendär, ne? Also eigentlich müssten wir zu diesem Raum
der Wünsche. Ja, ich verkaufe immer alles, was ich nicht brauche. Natürlich, Leute. Wir haben ja schon eigentlich so gut wie alles verkauft, was wir nicht brauchen. Aber wo ist denn der Raum der Wünsche? Das würde ich mal gerne wissen. So. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Mr. Weeks von der Weekend League. Zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spintwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen... Was für ein Besen nehmen wir denn? Und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Ich werde mich umsehen. Danke, danke für Ihre Zeit. Über Ihre Besen verraten. Da sollen wir mal ein bisschen ein paar Tipps geben. Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Okay, ich werde mich umsehen, danke. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal. Dieser Glutsprint hat sich gut angehört. Glutsprint oder so. Na, wonach suchen Sie heute? Okay, jetzt schauen wir mal. Also. Die kosten ja gar nichts. Warte mal, Glutsprint. Was ist das? Eiben, warte mal. Der perfekte Besen für alle mit feurigem Temperament. Ein Besen, der verzaubert wurde, damit du mit Stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Dieser hochwertige, aus Esche gefertigte Besen steht für außerordentliche Stabilität. Ein stilvoller Besen, der leicht zu handhaben ist, wirklich. Ein komfortabler und schneller Besen mit einem einzigartigen Webmuster. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Naja, finde ich jetzt nicht so schön. Oh, der ist ja richtig. Guck mal, der. Guck mal hier, direkt mit Feuer am Arsch. Das ist der, der bei KFC essen war, Leute. Der hat ein bisschen Feuer am Arsch noch. Dieser Artikel ist. Naja, der sieht aus wie hingeschissen, der auch. Der sieht auch aus, als ob der schon verbraucht wurde. Der sieht sehr geil aus. Den nehmen wir safe. Und erstmal verkaufe ich hier ein paar Sachen, die wir noch nicht brauchen. Warte mal, haben wir das drauf? Verkauf. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Verkauf. Und den kaufen wir. Safe. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich. Let's go. Ja, Freunde, wir haben unseren Besen. Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ja. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Oh. Schlaues Mädchen. Wettflüge. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die beste. Das hört sich geil an, Leute. Berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Ist ein Versuch wert. Ja. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Okay. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Auftrag gestartet, Flugprüfung. Ah, in Hogsmeade ist das Symbol. Ja, warte mal. Oh, Flug. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundert. Das will ich mal sehen. Aufträge. Wir sind Level 11 mittlerweile. Aufträge. Das will ich auf jeden Fall machen. Flugprüfung. Safe. Das will ich safe machen. Ach, das ist schon auf der Karte drauf. Okay. Das machen wir safe. Da habe ich richtig Bock drauf jetzt. Die Frage ist,
Ah, guck mal, da ist noch ein Zeichen. Sprich mit der Melda Reyes auf dem Quidditch-Feld. Okay. Aber wir können hier noch nicht fliegen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Du bist in einem Bereich, in dem das Fliegen erlaubt ist. Drücke L1 und tippe dann auf Kreis. Um dein Wesen. Oha! Alter! Ja, wie geil ist das denn? Wir können jetzt einfach mit dem Besen hier fliegen. Guckt euch Hogwarts an, Leute. Wie hoch kann man denn fliegen? Wuhu! Oh, ist das geil, ey. Ja, wie geil sieht das aus mit diesem Feuer am Arsch? Ich glaube, jeder, der das Spiel zockt, hat den Besen genommen, oder? Höher geht's nicht. Boah, guckt euch mal das Quidditch-Feld von hier oben an. Ja, es sieht schon geil aus. Guckt euch Hogwarts an. Boah, ist das geil. Wuhu, Sturzflug. Ja, wenn die sowas schon einfügen, eins in den Chat oder in die Kommentare, wenn man nicht dann auch direkt hätte Quidditch mit einführen können, dass man hier spielen kann. Das wäre so geil mit Zielen, Schießen und so. Das hätten die echt noch machen können. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Absolut dumm. Oha, wir können hier direkt sogar aufs Quidditch-Feld drauf. Boah, sieht so geil aus. Das sieht so geil aus, Mann. So, runter. Weißt du, dann zeige ich euch, wie das geht. Wenn das nicht Slytherins neuestes Besenwunder ist. Aber wisst ihr, was ich schade finde? Dass es hier keinen gibt, wo so diese angespannte Stimmung war, wie bei Harry und bei Malfoy. So dieses, dass die sich gegenseitig beleidigen und so. Weißt du, wie ich meine? Was ist denn hier los? Was ist das? Ja, wir reden jetzt mal mit der. Hallo, Imelda. Albi Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? Du klingst eifersüchtig. Da ist wohl jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen. Ich? Kapitänin von Slytherin? Eifersüchtig auf dich? Gott. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du kannst doch kein Slytherin sein. Pff, dieser mottenzerfressene Hut lässt wohl langsam nach. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Mhm. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Komm jetzt, kannst wir schlagen den Rekord. Slytherin gegen Slytherin. Einverstanden. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Okay, Leute, komm, wir machen die jetzt platt. Was? So. Ha, geschafft. Oh, wir müssen durch diese Blasen da fahren. Ey, die Musik ist so geil, Alter. Als wäre ich gerade in den Universal Studios in L.A. Okay, wenn es so schneller wird, dann ist es nicht so einfach, Digga. Ah, runter. Stuff, 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 stuff. 2 Minuten 20 müssen wir schlagen. Kriegen wir hin. Ah. Weiter, 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 weiter. Also, es ist schon... nicht so schwierig, aber auch nicht so einfach. Das ist so ein Zwischending. Das macht echt Spaß. Alter, man wird so in seine Kindheit zurückgeschickt. Wirklich. Ich sitze hier als fast 30-Jähriger und ich kriege Gänsehaut, Alter. Ja, ich bin fast 30, Mann. Bruder, ich bin 18. Was labert ihr da? Ich bin Peter Pan. Boah, ist das schön mit der Musik, ne? Hör mal diese Musik. Wie schön das ist, bitte. Alter, ist das schön, ne? Genießt das gerade richtig, Leute. Es macht so einen Spaß hier. Was will die mir erzählen von Rekordzeit 2,20? Guck mal, wie easy ich dir ihren Rekord breche. Wie easy. Das gefällt mir schon viel besser. Wir schaffen sogar Weltrekord, Freunde. Weltrekord. Ja, Weltrekord schaffen wir nicht. Wuhu, guck mal, schon 20. Also, guck mal, wie früh wir schon da sind. Wie easy, Alter. Zack, wir sind durch. Boom. Geschafft? Was zu verlieren, ist keine Blamage. Guck mal hier, wir haben es geschafft. Ganz easy. Ja? Wir sind gut geflogen.
GG's. Wir sind sehr gut geflogen, Leute. Statt die Melder Bericht, ja. Du hast doch geschummelt. Oh. Na gut. Ich habe geschummelt, weil mein Besenfeuer bei KFC war. Arsch hat gebrannt. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Das werden wir sehen. Ganz ehrlich, ich habe ihren Rekord gebrochen. Ich will deinen Respekt nicht. Was juckt mich dein Respekt? Wer bist du? Respekt von deinesgleichen ist mir egal. Du beleidigst andere doch nur. Ihr braucht einfach ein dickeres Fell. Jedenfalls gehe ich zur nächsten Strecke weiter bei Irondale. Die bietet eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. Kehre zu Albie Weeks zurück. Warte mal, Albie Weeks. Wo war denn nochmal? Albie Weeks. Aufträge. Albie Weeks, Flugprüfung. Auf der Karte finden. Der soll mir jetzt mal in seinem Dorf. Soll der mir mal jetzt Dingens geben, Alter. Soll er meinen Besen verbessern. Repass war sogar 20 Millisekunden zu langsam. Ja, Bruder, Repass hat er jetzt auch nicht geschafft. Ja, aber wir waren knapp dran. Wir waren knapp dran, Leute. Ey, also ich bin zufrieden. Wir sind gut geflogen. Ich will jetzt meinen Besen pimpen. Wie pimp my ride. Pimp den Besen. So. Wo bist du, Hund? Hoffentlich mit neuen Infos. Ich will den Besen verbessert haben. Okay. Mr. Weeks. Oben gesehen. Ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig. Und er könnte schneller sein. Ja. Aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Hm. Wusch. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Ich will mehr hören, auf bald. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Hm. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Auftrag abgeschlossen. Flugprüfung ist ready und wir sind Level 11 am Start. Und ja, Freunde, damit würde ich sagen, sind wir am Ende der nächsten Harry Potter Folge angekommen. Hat auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht und wir machen beim nächsten Mal natürlich weiter mit den Hauptmissionen. Und wenn ihr irgendwelche Tipps, Kommentare oder wichtige Sachen habt, schreibt in die Kommentare rein, was euer Herz begehrt. Aber heute eine sehr geile Folge mit den ersten Flugstunde. Unseren eigenen Besen gekauft. Also das Spiel macht immer mehr und mehr Bock. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt auf Twitch vorbei. Dort sind wir schon weitere Folgen voraus. Und ja, Insta gerne auch abchecken. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mit den Kürbissen hier. Haut rein, macht's gut, Leute. Und ciao!